Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Resonator. Ich hatte leider keine Gelegenheit, nach Lindau zum Nobelpreisträgertreffen zu fahren. Darum hat mein Chef persönlich die Sache in die Hand genommen. Sein Name ist Henning Krause und er hat in Lindau mit Hartmut Michel reden können, der 1988 den Nobelpreis für Chemie bekommen hat. Ich bin hier heute hingereist und begrüße hier heute Hartmut Michel. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Krause. Sie sind einer von etwa 40 Nobelpreisträgern, die hier sich dieses Jahr mit etwa 600 Nachwuchsforscherinnen und Forschern treffen. Wieso kommen Sie eigentlich hierher? Was bedeutet diese Lindau-Tagung für Sie? Die Lindau-Tagung bietet mehrere Vorteile. Und das zunächst mal, man trifft hier eine große Anzahl von Nobelpreisträgerkollegen, die man sonst nirgends trifft. Darüber haben wir uns heute beim Mittagessen unterhalten, dass es keine weitere Gelegenheit gibt, sich im Nobelpreisträgerkreise so ungezwungen zu unterhalten. Und das Zweite ist natürlich die stimulierende Diskussionen mit den Studenten. Wenn Sie als Student oder waren Sie vielleicht als Student auch schon mal hier in Lindau gewesen oder wie wäre das? Nein, ich hatte nicht die Absicht, als Student nach Lindau zu fahren. Wenn Sie die Gelegenheit gehabt hätten oder es vielleicht irgendwie hier gelandet wären als Student, was glauben Sie, hätten Sie da mitgenommen? Ja, ich hätte mich über die Gespräche mit den Nobelpreisträgern gefreut und bestimmte eine oder andere Anregung mitgenommen. Was kriegen Sie so von den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier mit? Was zeichnet die aus? Was ist besonders? Die jungen Wissenschaftler sind natürlich besorgt um ihre zukünftige Karriere und wollen Ratschläge, wie sie ihre Karriere optimal gestalten. Sie wissen, dass es selten gelingt, dass man als junger Wissenschaftler den Rest seines Lebens als unabhängiger Wissenschaftler verbringen kann. Und man muss doch einigermaßen seine Planungen optimieren, soweit man das überhaupt planen kann. Ich denke auch, dass man die Wissenschaft nicht richtig planen kann, weil der Erfolg von vielen Zufällen abhängt, die man nicht kontrollieren kann. Das heißt, es hätte auch Ihnen zum Beispiel passieren können, dass Sie gar keinen Nobelpreis bekommen hätten vielleicht? Selbstverständlich. Ja. Das heißt, sowas kann man nicht planen. Ich glaube nicht, dass man das planen kann. Wenn Sie heute noch mal jung wären, in welche Richtung würden Sie gehen, studientechnisch oder forschungsmäßig? Ich würde in dieselbe Richtung gehen, aber ich denke Biochemie, Zellbiologie, da gibt es noch viele wichtige Fragen zu erklären. Ich denke, wir müssen uns selbst verstehen, die Basis unseres Denkens, die Basis des Altwerdens, die Basis für die Erkrankungen und da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Was wäre also eine konkrete Forschungsfrage, die Sie jetzt angehen würden, wenn Sie nochmal jung wären? Ich finde faszinierend, warum wir altern, wie wir altern, warum wir altern. Vor allem faszinieren mich die kürzlichen Entdeckungen, dass die DNA eben zu einem Alter hypomethyliert wird, aber bestimmte sogenannte CpG-Inseln hypermethyliert werden. Die DNA besteht aus vier Bausteinen, den Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. CpG-Inseln sind DNA-Abschnitte, in denen sich die beiden Bausteine Cytosin und Guanin häufig wiederholen. Und diese Inseln finden wir in etwa der Hälfte des Genoms. An diese Inseln kann sich eine Methylgruppe koppeln und die Methylierung ist entweder vermehrt oder vermindert. Die Hypermethylierung inaktiviert bestimmte Gene, die Hypomethylierung aktiviert bestimmte Gene. Das heißt also, es wird reguliert. Und diese Regulationsphänomene zu verstehen, könnte doch wesentliche Rückschlüsse geben, wie wir das Altern verlangsamen können. Was sind da so Methoden, die da aktuell eingesetzt werden? Man müsste in dem Fall zunächst mal natürlich genau analysieren, in welchen Phasen, welchen Lebenszyklen diese Methylierungsänderungen auftreten und genau herausfinden, welche CpG-Inseln methyliert werden und dann schauen praktisch, welche Transkriptionsfaktoren am Ende wieder an- oder abgeschaltet werden. Ist das hauptsächlich Laborarbeit? Ist das Computerarbeit? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Das ist Laborarbeit. Laborarbeit. Der Computer hilft natürlich und der Computer natürlich hat den Fortschritt der Wissenschaft enorm beschleunigt.
Sie ja, sind sehr schon lange dabei. Sie haben Ihren Nobelpreis 1988 bekommen. Mit welchen Mitteln haben Sie damals hauptsächlich gearbeitet für die Arbeiten, für die Sie dann auch ausgezeichnet worden sind? Das in erster Linie war das damals klassische Biochemie. Das heißt, wir haben photosynthetische Bakterien gezüchtet und dann die Zellmasse gewonnen, isoliert, das heißt die Zellen aufgebrochen. Dann aus den Membranen isoliert und aus den Membranen den photosynthetischen Apparat mit Hilfe von Detergenzien extrahiert und dann versucht zu kristallisieren. Und das ist mir gelungen, entgegen den Prognosen aller Kollegen. Und dann ging es darum, die Röntgenstrukturanalyse zu machen. Das geschah dann in Kollaboration und dazu habe ich die Kristalle gemacht und mein Chef hat damals einen Röntgengenerator gekauft. Ich habe damals an diesem Röntgengenerator die gesamten Aufnahmen gemacht und die Kollegen aus der Abteilung von Herrn Hubert, besonders der Hans Seisenhofer, hat dann die weitere Arbeit am Computer besorgt. Muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass Sie haben jetzt gesagt, Sie haben diese Tätigkeit im Labor gemacht. Ist das wirklich, dass man da als Einzelkämpfer im Labor ist und dann dafür? Das war eine Tat als Einzelkämpfer. Okay. Ja? In welchen Jahren befinden wir uns da jetzt so ungefähr, grob? Also ich habe diese Kristalle erstmals gut beugende Kristalle 1981 erhalten. Aber was das Problem war, wir hatten ungenügende Kenntnisse über das Protein. Wir hatten keine Sequenzen, keine Aminosäuresequenzen des Proteins und die braucht man, um ein atomares Modell zu bauen. Und die Gewinnung der Aminosäuresequenzen, die Bestimmung der Aminosäuresequenzen war wesentlich komplizierter als die Röntgenstrukturanalyse. Ich hatte einen Doktoranden, der hat das im Wesentlichen in Kollaboration gemacht, der hatte Peptide isoliert. Die Peptide wurden dann damals mit Edman-Sequenzierung sequenziert. Das waren andere Spezialisten aus dem Max-Planck-Institut für Biochemie in München. Und wir haben dann aus den Aminosäuresequenzen versucht, Oligonukleotide rückzuschließen, die Oligonukleotide chemisch synthetisieren lassen, radioaktiv markiert und dann DNA-Fragmente versucht zu isolieren, die diese radioaktiven Oligonukleotide gebunden haben. Das ist uns dann gelungen. Und dann haben wir damals mit dem gerade eingeführten Sanger-Methode die Gene für die Proteine sequenziert. Wenn man heute in so ein Labor kommt, dann stehen da total viele Geräte rum, in die man dann ja solche Proben zur Analyse einstellen kann und am Schluss kriegt man dann wahrscheinlich irgendwie eine Excel-Liste oder einen Ausdruck oder so. Wie muss ich mir das konkret vorstellen, was Sie da gemacht haben? Gab es da irgendwelche automatisierten Schritte oder ist das wirklich Flüssigkeiten ineinander kippen und gucken, kommt da jetzt was Blaues oder was Rotes raus? Damals war das Ganze natürlich eine manuelle Tätigkeit. Photosynthetische Proteine haben den großen Vorteil, dass sie Farbe haben. Man sieht, wo sie sind. Also auch ohne, dass ich da ein Spektrum aufnehmen muss oder mit Detektoren. Bei 280 Nanometer den Proteinverlauf absolvieren muss, ich kann mit dem Auge sehen, wo sich das Protein befindet. Und vor allem Farbänderungen deuten an, dass das Protein sich nicht wohlfühlt, dass es denaturiert. Und da muss ich die Bedingungen so ändern, dass das nicht passiert. Aber das heißt, das, was Sie jetzt hier beschreiben und was sozusagen dann der erste Schritt auf dem Weg für die Nobelpreisauszeichnung war, war wirklich so eine Art Experiment, wo man hinterher zum Beispiel anhand eines Farbausschlags sagen könnte, ja, das ist so oder das ist so. So ähnlich war das. Man hat natürlich Farbausschlag gemacht, ist dann hinterher natürlich genauer mit Verwendung von Spektrophotometern. Ja. Okay. Ja, spannend. Sie haben schon gesagt, dann haben Sie zusammengearbeitet mit Herrn Huber. Und mit dem Herrn Deisenhofer aus der Abteilung Huber. Genau. Und Sie drei sind dann 1988 dann letztendlich ausgezeichnet worden. Heutzutage klingt das, Sie haben eben gesagt, 1981 ging es so ein bisschen los. 1988 gab es den Nobelpreis. Das ist man heutzutage nicht mehr gewohnt, dass irgendwie was 7 Jahre nachdem es irgendwo begonnen hat, es einen Nobelpreis dafür gibt. Ist schon ungewöhnlich, oder? Ja, es ist ungewöhnlich. Es geht sehr schnell. Da kommen einige Faktoren zusammen. Natürlich hat jeder hat das für unmöglich gehalten und der Erfolg kam sehr überraschend und die Anzahl, die Aufmerksamkeit war enorm. Ich habe aufgrund dieser Erfolges vielleicht 20 Anfragen gehabt aus den USA, ob ich dort Professor werden wolle. Da war alles. Und haben Sie es gemacht?
Ich habe formales Angebot gehabt von University of Chicago, von Harvard Medical School. Ich bin aber doch in Deutschland geblieben, weil die Bedingungen bei Max Planck doch besser sind, als was die führenden amerikanischen Universitäten bieten können. Das ist zumindest zu dem Zeitpunkt bieten konnten. Sie sind, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Jahr bevor Sie den Nobelpreis bekommen haben, 87 sind Sie in Frankfurt Max-Planck-Direktor geworden. Das ist richtig, ja. Und habe ich das richtig gesehen, sind es bis heute? Bitte? Sie sind es bis heute? Da bin ich bis heute, ja. Sie sind bis heute da. Nicht, also die Angebote aus USA haben Sie nicht, vielleicht gereizt, aber gesagt. Ja, gut, ich habe mir das ernsthaft angeschaut, aber was ich in den USA in der Regel gekriegt haben, war ein extrem hohes Gehalt. Das macht die Sache attraktiv. Und dann eine halbe Sekretärenstelle und leeres Labor, 600 Quadratmeter Labor, und die Laborfläche müssen Sie dann mit Anträge an NIH oder andere DOE, Department of Energy oder andere oder Stiftungen müssen Sie Mittel einwerben. Und die Forschung, die wir machen, die ist zu langfristig angelegt, und ich kann nicht garantieren, dass ich in den 5 Jahren Laufzeit, die ich bei den Forschungsanträgen habe, zum Erfolg komme. Unsere letzten größten Erfolge, die wir hatten, da hat jeweils eine Person mehr als 10 Jahre dran gearbeitet, um einen Kristall hinzubringen, mit dem wir die Struktur bestimmen konnten. Und das wäre unter den Bedingungen in den USA nicht möglich gewesen. Das heißt, man weiß vorher nicht, ob was rauskommt, was rauskommt. Und vielleicht, wenn man mehrere Leute ins Rennen schickt, weiß man auch nicht, wer von denen. Ja, also ich habe es abgelehnt, mehrere Personen auf dasselbe Projekt zu setzen, um interne Konkurrenz da zu vermeiden, sondern lieber individuell da gearbeitet. Und teilweise habe ich auch bevorzugt technisches Personal drauf gesetzt. Aber wenn Sie so eine Arbeitsgruppe haben, wo Sie vielleicht mehrere Leute auch auf unterschiedliche Fragestellungen losschicken, Sie wissen ja auch vorher nicht, so verstehe ich es jetzt, wann und ob was rauskommt. Das ist richtig. Das liegt in der Natur dieser Forschung. Das heißt, es hätte auch so sein können, dass Sie da 1981 sie sitzen, ihre Untersuchungen machen und es kommt gar nichts mehr raus. Ja, das war ein substanzielles Risiko. Ist es Ihnen passiert auch, dass Sie sich mal in eine Sackgasse reingeforscht haben? Und oh Gott, es ist natürlich so, dass sich nicht alle Träume erfüllen. Ja, weil ich höre das auch immer wieder, wenn ich mit Forscherinnen und Forschern spreche, dass halt, klar, ich meine, wenn man jetzt einen Nobelpreisträger interviewt, bei dem hat es offensichtlich dann geklappt, aber die Wissenschaft ist ja eigentlich nicht so. Gut, oder? Aber eigentlich sage ich dem Geschäft, Sie können Ihre Eier nicht in einen Nest legen, sondern Sie müssen Ihre Eier verteilen. Also was meine jungen Leute jetzt höfter machen, die fangen dann mit 6 oder 8 oder 10 verschiedenen Proteinen an und versuchen da einzukristallisieren. Wenn Sie heute bei uns oder auch generell weltweit einen bestimmten Transporter, der eine wichtige Substanz über die Zellmembran transportiert, dessen Funktion erklären wollen, brauchen Sie zunächst mal die Struktur. Um die Struktur zu machen, brauchen Sie den Transporter. Und das heißt also, zunächst mal versucht dann die entsprechende Person, die cDNAs oder Gene für den Transporter aus 20 oder 30 Organismen zu bekommen, diese dann in bestimmten Expressionssystemen zu produzieren und dann die Transporter zu suchen, die stabilsten sind, und dann mit der weiteren Arbeit sich auf die zu fokussieren. Weiter fokussieren heißt dann Kristallisationsversuche machen. Wenn man ein Molekül mit Röntgenstrukturanalyse ansehen will, braucht man sogenannte Einkristalle des Moleküls. Die bekommt man mittels Proteinkristallisation. Detergenzien sind Reinigungsmittel und monoklonale Antikörper sind Proteine, die von einer einzigen Zelllinie geklont werden. Die Dinger sind nützlich, weil sie bestimmte erwünschte Moleküle mit höherer Wahrscheinlichkeit binden können. Da gibt es viele Bedingungen, die man variieren kann. Das sind bei uns insbesondere die Detergenzien, die man variieren muss bei der Membranproteinkristallisation. Und was wir dann auch noch machen, wir machen monoklonale Antikörper gegen die Membranproteine und machen dann Antikörperfragmente und versuchen die Komplexe aus den Antikörperfragmenten mit den Membranproteinen zu kristallisieren. Wäre das jetzt vom Zeithorizont, den man dann für so ein jetzt gerade beschriebenes Projekt hat, wäre das dann was ein Postdoc in einem Jahr macht? Oder ist nein, das ist ein Postdoc kann das in einem Jahr nicht machen. Über was für Zeithorizonte sprechen wir da? Also ich denke, wenn Sie damit anfangen, also Sie müssen da zumindest 3 Jahre einplanen, ne? Vor allem dann, wenn es dann auch um die Antikörpergeschichten geht. Und zunächst mal müssen Sie natürlich die Produktion optimieren von dem Protein. Sie müssen erstmal das richtige Protein identifizieren, und der Zeithorizont ist lang.
Wir haben schon jetzt einige Themen angesprochen, was Sie sozusagen, was Sie noch reizen würde. Was forschen Sie denn aktuell? Was wird bei Ihnen im, ist das dieses Alternsprozess, was Sie eben gesagt haben? Den beforschen wir nicht, aber den würde ich vielleicht aufgreifen, wenn ich jünger wäre, jetzt ist es zu spät. Ja. Was wir im Moment bevorzugt machen, ja, wir haben zunächst mal Photosynthese beforscht, ja, und wir haben dann Anfang der 90er Jahre angefangen, den gegenteiligen Prozess zu beforschen. Das heißt, wie gewinnt die Zelle in der Zellatmung Energie, indem sie Sauerstoff nutzt und Wasser produziert. Und dieser letzte Prozess, der interessiert uns besonders, das sind die sogenannten Cytochrom-C-Oxidasen in der Atmungskette, in den Mitochondrien bei Menschen oder auch bei den Bakterien, in den Membranen. Und der Prozess ist das, was mich unter den Einzelprojekten am meisten interessiert, wie das passiert. Und diese sogenannten Cytochrom-C-Oxidase sitzen in der Membran der Mitochondrien und die machen zunächst mal elektrische Spannungen über die Membran, indem Elektronen vom Cytochrom C von der einen Seite der Membran geliefert werden, die Protonen für die Wasserbildung von der anderen Seite der Membran und der Sauerstoff, der befindet sich in der Membran. Dann gibt es Wasser, Elektronen von der einen Seite, Protonen von der anderen Seite, es gibt eine Spannung. Und zusätzlich haben diese Enzyme es verstanden, ein System zu entwickeln, mit dem sie zusätzlich Protonen über die Membran pumpen. Damit wird die Energieausbeute verdoppelt. Und der Prozess des Protonenpumps ist noch weitgehend unverstanden und der interessiert mich da besonders. Es gibt eine Reihe von diversen Enzymen dieser Art und die haben wir jetzt kristallisiert und die Strukturen gemacht und versuchen dann durch weitergehende physikalisch-chemische Methoden die Funktion zu analysieren. Warum will man das wissen? Was ist bei der Photosynthese, ist es mir irgendwie direkt klar, man will natürlich wissen, wie die Photosynthese funktioniert, warum? Was kann man damit machen? Was kann man da? Ich finde die Frage mördig, warum will man das wissen? Ich bin der Meinung, man sollte alles wissen. Und man kann natürlich Prioritäten setzen beim alles wissen wollen. Und was übrigens dieses Enzym betrifft, die Cytochrom-C-Oxidase, da hat eine lange Geschichte. Das Enzym wurde eigentlich schon 1886 entdeckt von einem schottischen Wissenschaftler. Und der hat es aufgrund von spektroskopischen Änderungen entdeckt und hat das Ganze publiziert. Es wurde dann behauptet von führenden deutschen Wissenschaftlern aus Tübingen, das Ganze sei ein Artefakt, das seien Hämoglobin-Artefakte. Und das wurde dann erst in den 20er Jahren solchen wieder aufgegriffen, wurde bestätigt und dann hat Otto Warburg dieses Enzym produziert. Otto Warburg war ein führender deutscher Biochemiker in den 20er und 30er Jahren und er hat 1931 schon den Nobelpreis für die Aufklärung des Mechanismus dieses Enzym erhalten. Wir arbeiten heute noch dran und wissen noch nicht, wie es funktioniert. Ja, aber es wird sich ja seit 1931 werden sich ja zumindest die technischen Mittel sehr stark verändert und verbessert haben. Ja, selbstverständlich, klar. Klar, die technischen Möglichkeiten ändern sich, verbessern sich, aber das bestimmt ja sicherlich auch, also die Frage, was technisch möglich ist, bestimmt auch sicherlich auch, was überhaupt erforschbar ist. Ja, völlig klar. Wo sind da jetzt in den letzten Jahren gerade aktuelle Entwicklungen technischerseits auch gewesen, die es Ihnen jetzt ermöglichen, ganz neue Forschungsfelder aufzustoßen? Also was bei derartigen detaillierten Untersuchungen eine wichtige Rolle spielen, zunächst mal, dass man das Protein gezielt verändern kann, durch gezielte Mutagenese einzelne Aminosäuren verändern kann. Wie macht man das? Auf der DNA-Ebene tauschen Sie Basen aus. Und dann kriegen sie dann an wichtiger Stelle, meinetwegen für einen Tyrosinrest kriegen sie dort einen Phenylalaninrest und dann gucken sie nach, wie sich die Funktion ändert, was am Protein nicht mehr richtig funktioniert. Dann können sie dann Rückschlüsse ziehen. Die andere Methode, die sich als sehr wichtig hat, ist in dem Fall ist auch die Infrarotspektroskopie, die Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie, mit der können sie Bewegungsänderungen oder Positionsänderungen von Aminosäuren während des katalytischen Zyklus verfolgen. Und das geht zeitaufgelöst. Sie müssen da Elektronen freisetzen aus künstlichen Verbindungen und damit das Enzym reduzieren und können dann zeitaufgelöst verfolgen, wie sich Aminosäuren im Protein umlagern, was dort Veränderungen gibt. Und daraus können Sie dann Rückschlüsse ziehen auf den Mechanismus. Das Problem ist allerdings, dass die Cytochrom-C-Oxidase 13 Substrate hat. Die hat 4
vier Elektronen, das heißt vier Cytochrom-C-Moleküle kommen ins Spiel, hat 8 Protonen und ein Sauerstoffmolekül. Und wir wüssten zunächst mal liebend gerne die Reihenfolge, wie Elektronen, Protonen und Sauerstoff zusammenkommen. In welche Reihenfolge? Und das ist bisher noch eine ungelöste Frage. Das heißt, da müsste man irgendwo so auf molekularer Ebene irgendwie so eine Art Supermikroskop haben, das irgendwie so einen Film machen kann, um auf zu gucken. Auf atomarer Ebene und das Ganze natürlich nicht zerstören. Wobei, wir haben bisher über die Röntgenstrukturanalyse von Membranprotein gesprochen, wobei ich allerdings der Meinung finde, dass die Röntgenstrukturanalyse von Protein demnächst nicht mehr in dem Ausmaß weiterverfolgt wird, weil die Elektronenmikroskopie gewaltige Fortschritte gemacht hat und die Röntgenstrukturanalyse von Proteinen praktisch sich erübrigt. Das heißt, dort mit Elektronenmikroskopie könnte man solche Filmaufnahmen in so... Doch nicht. Man kann die Strukturen bestimmen, doch nicht in dem Detail wie die Röntgenstrukturanalyse, aber doch weitgehend ähnlich. Man kann atomare Modelle erstellen von Proteinen. Das geht dadurch, dass sie Einzelpartikel im Mikroskop im gefrorenen, hydratisierten Zustand untersuchen und sie machen eine klassische Aufnahme und da gibt's die Computermethoden, dort werden dann Hunderttausende von Partikeln von Einzelmolekülen angeschaut, deren Orientierung wird bestimmt, die werden klassifiziert und dann kommen hinterher durch Computermethoden die dreidimensionale Struktur dieses Enzyms rekonstruieren und das gab ja letztes Jahr den Nobelpreis für den Jacques Dubochet, der hat die Einfriermethode für die Proteine erfunden. Dann gab es den Joachim Frank, der ist hier, hält hier morgen einen Vortrag über die Analysemethode gehalten. Das hat aber nicht gereicht, weil die Auflösung in den Elektronenmikroskopen nicht genug war. Und das hat Richard Henderson die entscheidenden Beiträge geleistet, indem er neue Detektoren entwickelt hat. Also bei der Elektronenmikroskopie fällt ja ein Elektron früher auf den Film, dann auf den CCD-Detektor und jetzt auf CMOS-Detektoren. Und bei den CMOS-Detektoren wird der Reiz genau dort aufgelöst, wo das Elektron aufschlägt. Während bei CCDs und anderen Detektoren kann das Elektron erst rumwandern auf der Oberfläche, bevor es denn das Signal auslöst. Das heißt, das Signal wird verschmiert. Und deswegen war die Auflösung bis vor 3-4 Jahren nicht so gut wie bei der Röntgenkristallographie. Das hat sich aber jetzt entscheidend geändert. Und man braucht bei der Elektronenmikroskopie viel weniger Material. Und Sie können einfach, wenn Sie Substrate zugeben können Sie verschiedene Zwischenzustände einstellen. Und Sie können relativ schnell diese Aufnahmen machen. Und das ist eine Revolution in der Strukturbiologie. Und von der nutzen wir natürlich auch aus. Das heißt, solche Elektronenmikroskope sind so gängig, dass man sie in einem typischen Labor auch... Naja, was sagen Sie so gängig? So ein Elektronenmikroskop, da gibt es eigentlich nur einen Hersteller, der hat quasi eine Art quasi Monopol drauf, verlangt so 3,5 bis 4 Millionen Euro für ein Mikroskop. Und Sie brauchen natürlich auch Leute, die das Ding bedienen können und die sich damit auskennen. Ja? So ganz schnell ohne Vorkenntnisse ins Labor stellen, das geht ja doch nicht. Ja? Ja, Sie haben eben noch andere Nobelpreisträger angesprochen, die hier sind und auch jetzt kürzlich erst einen Nobelpreis bekommen haben. Heutzutage ist es ja so, man kriegt so einen Anruf aus Stockholm. Wie war das 1988? Ich war damals auf einer Konferenz an der Yale University, als die Nobelpreise verkündet wurden, die Nobelpreise in Chemie. Und in der Kaffeepause kam jemand zu mir, dass die Reuters News Agency verkündet hätte, ich hätte den Nobelpreis bekommen, ja. Also kein Vorweg-Warnanruf gab es damals noch nicht. Vorwärts-Warnanrufe gibt es sowieso nicht. Der erste Anruf kommt dann, wenn die Verkündung ist. Genau, ja. Mhm. Wie sind eigentlich damals die Ergebnisse, für die Sie dann ausgezeichnet worden sind, wie sind die eigentlich kommuniziert worden? War das eine Veröffentlichung Journal? Bitte? In einem speziellen Journal war das, oder? Es gibt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen. Ich habe zunächst mal die Kristallisation in Journal of Molecular Biology publiziert. Diese Publikation wurde zunächst mal in Nature abgelehnt. Nature ist ja das führende Journal. Wurde von Nature abgelehnt. Gehört also dann zu den Nobelpreiswürdigen Papers, die von Nature abgelehnt worden sind. Und dann haben wir
die erste Strukturinformation. Allerdings hatten wir zu der Zeit noch keine Aminosäuresequenzen. Da haben wir lediglich die Position der photosynthetischen Pigmente publiziert. Das war im Journal of Molecular Biology. Und dann Ende 1985 dann in Nature einen vollen Artikel über die Proteinstruktur, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch etwa 30% der Aminosäuresequenz gefehlt hatte. Also die Struktur war 1985 nicht komplett. Und das hat dann trotzdem, wie gesagt, die generelle Aufmerksamkeit war riesig. Und wir haben dann halt, wie gesagt, 1988 den Nobelpreis erhalten. Dann gibt's im Dezember eine Dienstreise nach Stockholm und dann ist man irgendwie im Januar nach der Weihnachtspause, Januar 89, steht man wieder im Büro. Und Sie waren damals 40 Jahre alt oder Anfang 40, ja. Ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, zumindest in meiner Wahrnehmung. Dass man passiert, als Weltmeisterträger noch heutzutage relativ selten. Es gab ein paar Jahre vorher, gab es noch einen oder andere Physiker, der genauso jung oder jünger war. Und ich habe mal gezählt, ich war 17 Jahre lang der jüngste lebende Nobelpreisträger in Chemie. Man hat so den Eindruck, viele, die dann irgendwie so um die Pensionszeitraum herum den Nobelpreis kriegen, die gehen dann auf Vortragsreise. Sie haben aber ja noch viele wissenschaftliche Projekte dann weitergemacht. Sind Sie da, sind Sie komisch dafür angeguckt worden? Der hat doch jetzt den Nobelpreis, was sitzt der hier im Labor? Man kann sich doch mit 40 nicht zur Ruhe setzen. Ja, eben, deswegen frage ich, aber das ist doch ungewöhnlich dann, eigentlich. Ja, wir haben durch weitergemacht, zunächst mal Photosynthese, wir haben damit dann das nächste Mal Lichtsammlerkomplexe gemacht. Und in das Photosystem der Pflanze wollte ich nicht reingehen, weil relativ viele auch befreundete Arbeitsgruppen an dem System gearbeitet haben. Ich wollte denen keine Konkurrenz machen und bin dann auf die Atmungskettenproteine gegangen. Ja. Aber neben den Atmungskettenproteinen haben wir noch recht viel an Rezeptoren gemacht und auch an Transportproteinen. Wir machen das immer noch viele Transportproteine, wobei viele Transportproteine bei der Krebsentstehung, nicht bei der Krebsentstehung, sondern der Krebs, die Tumorzellen benötigen eine ganze Reihe von Transportproteinen, um überleben zu können. Und deren Strukturen machen wir auch mit dem Fernziel, dann vielleicht bei der Medikamentenentwicklung da helfen zu können. Genauso, ich hatte auch gesagt, die Cytochrom-C-Oxidasen spielen eine wichtige Rolle und wir bearbeiten Cytochrom-C-Oxidasen, die essentiell sind für die Pathogenizität von bestimmten Bakterien, zum Beispiel Helicobacter im Magen oder auch Campylobacter, der bedeutendste Durchfallerreger ist, Lebensmittelvergiftung, Durchfallerreger ist, hat so eine Cytochrom-C-Oxidase. Der Struktur haben wir gemacht und wenn wir dort diese Enzyme blockieren, hätten wir ein spezifisches Medikament, um diese Erkrankungen zu heilen. Und was noch wichtiger ist, eine andere Art von Cytochrom-C-Oxidase, da haben wir die Struktur von 2 Jahren bestimmt, keine Cytochrom-C-Oxidase, in dem Fall Ubiquinol-Oxidase, die ist für die Pathogenizität von Mycobakterien Tuberkulosis, also für den Tuberkuloseerreger interessant. Und wenn es uns gelingt, dort durch Drugdesign dieses Enzym zu blockieren, hätten wir ein spezifisches Mittel, um die Tuberkulose zu heilen oder zumindest zu verhindern, dass sich deren Krankheitsverlauf verschlimmert. Und Tuberkulose ist immer noch die bedeutendste Infektionskrankheit, die es weltweit gibt. Gibt es von den ganzen Drug Design Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, gibt es da schon erste Projekte, die konkreter geworden sind? Wir machen Projekte und versuchen gegen diese Oxidase bei den Mycobakterien da Hämmer zu entwickeln. Wobei ein Hämmer ist natürlich das nächste Mal das, was wir im Labor entwickeln, ob sich das dann als Arzneimittel umsetzen lässt. Das hängt natürlich von anderen Faktoren ab. Aufnahme, Toxizität muss dann auch natürlich noch vergleichend getestet werden, bevor wir das irgendwann mal als Arzneimittel bezeichnen können. Zunächst mal entwickeln wir Inhibitoren. Ja, Sie sagten gerade, Ihre Veröffentlichung wurde bei Nature abgelehnt. Ich merke das hier auch, wenn man hier mit den jungen Forscherinnen und Forschern in Lindau spricht, Sie haben einerseits eben schon gesagt, Karriere ist nicht einfach, Karriere zu machen, aber auch die Art und Weise, wie wissenschaftliche Meriten erworben werden, nämlich im Publikationssystem, ist etwas, wo man sich fragt, würde, wenn man jetzt heute ein Wissenschaftssystem von null neu erfinden würde, würde man das wirklich so machen, wie das jetzt geworden ist? Wie sehen Sie diese Diskussion um diese Journal Impact Faktoren als Relevanzkriterium, um wissenschaftliche Güte bei Forschern zu messen, den Peer-Review-Prozess, diese ganze
Diskussion. Wie sehen Sie das? Ja, der Impact-Faktor ist, würde ich sagen, der ist, zeigt man zunächst mal nicht die Qualität an. Aber es gibt da schon die renommierten Journals. Und die renommierten Journals, die wird es immer geben und die muss es geben. Wobei die Frage, ob das auf einen Impact-Faktor basiert, die kann man ruhig nach hinten stellen und andere Kriterien annehmen. Also die Artikel dort müssen Akzeptanz finden und machen dann natürlich die Arbeit, die einzelnen Arbeiten eher berühmt und bekannt. Und wenn Sie als junger Wissenschaftler, sagen wir so, als Erstautor 2 Artikel in Nature oder Science haben oder auch in Cell, dann ist Ihre Karriere fast gesichert. Wir müssen also schon versuchen, da in die 400 Journals zu kommen. Aber gleichzeitig gibt es ja diese Diskussion um die Offenheit der Wissenschaft, also was zum Beispiel die Frage, wie offen sind Publikationen zugänglich, Open Access, goldener Weg, grüner Weg? Open Access, ich bin voll für Open Access und ich lehne es auch ab, dass Zeitschriften gemischten Modus fahren, also eine ganze Reihe von Zeitschriften finanzieren sich durch reguläre Abonnente Abonnements an Bibliotheken. Und gleichzeitig haben sie dort die Gelegenheit, indem sie 2000 Euro oder sowas zahlen, dass die ihr Artikel dann als Open Access in der Zeitschrift erscheinen. Das ist dann praktisch von dem entsprechenden Verlag ein doppeltes Kassieren. Ne? Und ich befürworte das Publizieren in den Open Access Journals. Da gibt es jetzt hervorragende Beispiele. Es gibt natürlich PLOS, Public Library of Science Journals. Es gibt eLife und eine ganze Reihe von anderen Journals. Ob sich jetzt das Deponieren in Archiven, das die Physiker ja betreiben, ob sich das durchsetzt, muss man abwarten. Vor allem in der Biologie bin ich da vielleicht eher skeptisch. Wieso? Was sind da die disziplinären Unterschiede zwischen Physik und Biologie? Ich hätte doch ganz gerne dass ein Reviewer gründlich drüber guckt, bevor das irgendwo deponiert wird. Ein Problem generell, vor allem in der biomedizinischen Grundlagenforschung, aber auch in der Psychologie, ist es ja, dass zu wenig der Publikationen reproduzierbar sind. Und vor allem in der Krebsforschung wurde festgestellt, dass 80-90% der Publikationen, die eigentlich für die Entwicklung neuer Krebstherapeutika notwendig sind, nicht reproduzierbar sind. Und wer dann praktisch basierend auf diesen Publikationen Geld investiert, Anschlussforschung macht, um die wirklich dann in die Anwendung zu bringen, der hat von vornherein schlechte Karten. Ja, das ist aber eigentlich ja ein Riesenproblem, oder nicht? Das ist ein Riesenproblem. Und andere ist natürlich so, man kann natürlich als junger Forscher keine Karriere machen, indem man irgendwas reproduziert und sagt, das stimmt. Oder ja, was das heißt, widerlegt. Man muss aber ist es nicht dann auch, sollte man nicht drüber nachdenken, halt sozusagen das wissenschaftliche Meritensystem dahingehend zu verändern, auch ja zum Beispiel solche Reproduktionen von Ergebnissen, vielleicht auch nicht reproduzierbar, den Nachweis der Nichtreproduzierbarkeit zu belohnen oder auch zum Beispiel den Peer-Review-Prozess mit einzubeziehen? Das halte ich für einen wichtigen Weg und ich glaube, die Zeitschrift eLife, die macht schon derartige Publikationsserien, in dem wichtige Publikationen reproduziert werden von anderen unabhängigen Wissenschaftlern. Das halte ich für essentiell. Was wir auch festgestellt haben, natürlich, man verletzt sich zu oft auf Datenbanken, DNA-Datenbanken, wo Sequenzdaten drin sind. Wir haben verschiedene Fälle, wo die Annotationen falsch sind und wo Sequenzierungsfehler drin sind. Das stellen wir dann fest, indem wenn wir unsere Proteine sequenzieren und dann praktisch die Proteinsequenzen und die DNA-Sequenzen stimmen nicht überein. Und dann gehen wir zurück auf die DNA-Ebene, resequenzieren nochmal und stellen fest, da fehlt Base in der DNA-Datenbank, in der Genomsequenzdatenbank. Also Qualitätssicherung muss ja sein. Muss sein, ja. Aber ich glaube, dass inzwischen die Sequenzdatenbank besser geworden sind, indem man praktisch die Sequenzierung dutzende Male macht und jedes Genstück dutzende Male sequenziert werden muss und nicht nur ein oder zweimal, wie das früher der Fall war. Ja, wir haben über die Frage gesprochen, wie offen müsste die Publikation sein. Ein weiteres Thema ist sozusagen auch, wie offen gibt sich die Wissenschaft für die Gesellschaft insgesamt. Vor anderthalb Jahren hat ja nach der Wahl von Donald Trump in den USA weltweit ein
Prozess gestartet, wo die Wissenschaft mal ein bisschen auf die Straße gegangen ist. Es gab diesen March for Science, als Abgrenzung zu diesen alternativen Fakten, wo Forscherinnen und Forscher selber demonstriert haben, wo aber auch so ein bisschen die Idee war, dass die Gesellschaft sich für die wissenschaftlichen Fakten und die Wissenschaft als System einsetzt. Sind Sie da auch mit auf die Straße gegangen? Wie haben Sie das gesehen, diesen Prozess? Ich habe beim letzten March of Science zu Beginn einen Vortrag gehalten, bei March of Science und die Wichtigkeit des Marches von Science betont. Was ist Ihnen daran so wichtig? Ja, wir müssen natürlich darauf achten, dass wir unabhängig in der Forschung sind und politische Meinungen und unabhängig von politischen Meinungen forschen und publizieren dürfen. Und das darf nicht nur praktisch Forschung gefördert werden, die gefällt, deren Ergebnisse gefallen. Es gibt genügend Forschungsgebiete, die nicht so populär sind. Das heißt, gibt uns das Geld, vertraut uns und wir forschen dann und dann gibt's gute wissenschaftliche Ergebnisse. Ja, wir haben bei der Max-Planck-Gesellschaft Hamburg-Rasi quasi dieses System. Sie bei Helmholtz sind mehr in Auftragsforschung von Seiten der Regierung involviert, haben dort wichtige Funktionen, während die Max-Planck-Gesellschaft weitgehend autonom agieren kann bei der Auswahl ihrer Forschungsthemen und deswegen da eine größere Freiheit hat und auch mehr Durchbrüche leisten kann als die Helmholtz-Gesellschaft. Trotzdem ist es ja so, dass wir gerade in der allgemeingesellschaftlichen Diskussion ja schon so ein bisschen so dieses, ja, die Frage ist immer, steckt die Wissenschaft in einer Vertrauenskrise? Und da ist ja sozusagen wirklich die Frage, wie offen muss die Gesellschaft sein, die Wissenschaft sein, um die Leute auch mitzunehmen in diesem Prozess. Also war es nicht auch ein Teil des Marches for Science zu sagen, komm, wir öffnen uns und wir erklären euch, was wir hier machen, um eben Vertrauen in die Wissenschaft wirklich zu stärken? Das ist eine sehr schwierige Sache. Wir kennen ja die Diskussion vor allem in Europa um Genomforschung, um vor allem bei genetisch modifizierten Organismen als Nahrungsmittel oder generell in der Pflanzenzucht. Und da müssen wir schon dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit es akzeptiert. Und wir sind da jetzt in einer kritischen Situation in Europa, ob durch CRISPR veränderte Pflanzen, ob die als gentechnisch modifiziert zu bezeichnen sind oder nicht. Die klassische Definition ist die, dass ein genetisch modifizierter Organismus eigentlich ein Protein oder ein Gen aus einem anderen Organismus enthält, auf die er auf natürliche Art und Weise nicht reinkommt. Während das, was man mit CRISPR macht, das entsteht auf natürlichem Wege auch, aber man hätte das Problem, dass man aus Hunderte von Milliarden von Pflanzen der eine richtige raussuchen müsste. Und das ist technisch kaum selten möglich. Aber die Natur macht es auf demselben Weg. Trotzdem scheinen das nicht alle in Deutschland und in Europa so zu akzeptieren, dass es sozusagen auch, obwohl man das im Labor gemacht hat, dann ein Ergebnis ist, das identisch ist mit einem natürlichen Prozess. Wie wollen Sie da Leute mitnehmen? Man kann nur mit den Leuten diskutieren und alles im Detail erklären und vor allem muss man auch die Vorteile erklären, die eine derartige Pflanze hat. Also was ich gerne hätte, wäre eine Tomate, die nicht von Phytophthora infestans infiziert wird, der Braunfäule. Man kann praktisch in Deutschland und Europa keine Tomaten im Freiland ziehen, weil es dort das öfter mal regnet und der Regen führt dazu, dass der Phytophthora infestans in der Lage ist, die Tomate zu infizieren. Und ich hätte gern Freilandtomaten, die von dem Phytophthora infestans nicht infiziert werden kann. Das ist relativ einfach zu machen. Man muss einfach das Protein, mit dem Phytophthora infestans wechselwirkt, so verändern, dass der Pilz sie nicht mehr erkennen kann. Das scheint mir relativ, jedenfalls auf dem Papier relativ einfach zu machen. Und das gilt für viele Infektionskrankheiten. Und man könnte da praktisch Pilzbefall in der Landwirtschaft und teilweise auch Insektenbefall weitgehend eliminieren. Das würde dann zu einer gewaltigen Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln führen und wäre für die Umwelt in jeder Hinsicht förderlich. Vielen Dank, Hartmut Michel, für das Gespräch. Bitte.